Herzlich willkommen zum neuen Video auf dem TETA Campus. In diesem Video schauen wir uns wieder Content Blocks an und wollen mal eine Collection erstellen. Viel Spaß! Mich hat auf YouTube ein Kommentar erreicht, beziehungsweise ja, die Frage erreicht, wie man ja, innerhalb von Collections den Gallery-Prozessor benutzen kann. Und das wollte ich mal in diesem Video probieren, wie das gehen könnte. Und ja, dazu werden wir erstmal eine Collection erstellen, das hatte ich hier noch nicht gezeigt. Collections haben wir das erstellen wie ein ganz normales Feld, hat man einen bestimmten Feldtyp, nämlich Collection. Intern ist Collections wie das CCA Type Inline, das heißt man hat dann wie bei der Erstellung von Bildern einfach ein Knöpfchen, wo man neues Element hinzufügen kann. Und das kann dann in diesem Fall von Collections dann aber auch nicht nur ein Feld sein sozusagen, sondern einfach ein Satz von Feldern. Wie definiert man eine Collection? Hier gibt es auch alle möglichen Kram, unter anderem auch Beispielkonfiguration. Wichtig ist halt Typ Collection und Label Field und dann gibt es halt einen Satz von Feldern. Da beschreibt man eben, wie ein Feld auszusehen, also wie ein Element auszusehen hat, aus welchen Feldern es besteht. Das heißt, wir können das hier einfach mal kopieren. Ich habe hier schon einen neuen Content Block gekickstartet für dieses Beispiel. Heißt CB Collection, wieder unsere Basic Extension. Und hier füge ich dann einfach das ein, was wir eben gerade haben. Ich will nur die gleiche Einrückung haben, wie es ursprünglich war. Das halt minus quasi hier als separate Zeile steht. Das ist auch noch nicht korrekt. Das passe ich jetzt an. So, Identifier ist Collection. Lasse ich jetzt einfach so. Es wird also ein neues Datenbank. Spalte Collection erstellt mit dem Prefix Slavely CB Collection, denke ich. Also das hier als Prefix in Datenbankschreibweise, so dass es halt ein valider Name wird. Typ ist Collection. Das Ding braucht ein Label Field. Das zieht sich dann, also das, was hier steht, zieht sich dann aus den Feldern hier. Das heißt, im Moment ist es so konfiguriert, dass die Collection aus einem inneren Element besteht, das ein Feld hat, das halt heißt, dessen Identifier ist Text und ist vom Typ Text, also ein einzelliges Eingabefeld. Und das fungiert gerade auch als Label Field für diese Collection. Lasse ich von mir aus so. Was wir auf jeden Fall noch machen wollen oder brauchen, im Sinne von, wir wollen ja den Gallery Prozessor benutzen, ist, dass wir ein Bild zuordnen können. Das heißt, hier werde ich noch ein Bild hinzuordnen. Der interne Identifier soll von mir aus Image sein. Ist ja auch eine Datenbankspalte im TT-Content-Tabelle, wo Bilder abgelegt werden. Man könnte auch Media nehmen. Ist auch ein bekannter Datenbankbezeichner für Medienelementen. Ich habe jetzt Bild genommen. Wie definiert man ein Bild? Ich sage mal so, keine Ahnung. Man guckt einfach nach. Field Type. Bild gibt es jetzt hier nicht als Menüpunkt. Aber ein Bild, wir wissen, Bild ist eine Datei. Und wenn wir hier runterscrollen, sehen wir auch ein Beispiel, wie man ein Bild konfigurieren kann. Und das nehme ich einfach auch und kopiere es und platziere es hier rein. Muss jetzt noch ein bisschen was anpassen. So. Als Image Type ist File. Extended Palette False. Was auch immer das jetzt bedeutet, soll uns für dieses Beispiel nicht interessieren. Und ich sag mal, mindestens 1 oder mindestens 0 soll optionales Feld sein, oder? Ne, macht keinen Sinn. Ja, mindestens 1 und maximal 10. Das muss man ja nicht auswählen. Ich lasse es jetzt einfach bei den Default-Einstellungen. Und zulässig sind alle gängigen Image-Typen. Wenn wir jetzt speichern, müssten wir entweder diese zwei Befehle auslösen oder man macht jetzt ein Speckle, macht es manuell. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Das heißt, Cache löschen, Database Analyzer anschmeißen. Der erkennt jetzt, okay, wir haben eine Collection. Hier wird also eine neue Relationstabelle erstellt und dann eine Datenbankspalte in der TT-Content-Tabelle, die diese Relation, die das andere Ende der Relation darstellt. Ist es korrekt ausgedrückt? Weiß ich nicht. Das ist halt das bekannte Format, wie Typo 3 eben M-zu-N-Relation ablegt, Relationstabelle und eine Datenbanktabelle, wo eigentlich nur die Anzahl der Einträge gespeichert wird.
Und hier sind halt alle gängigen Tabellen, standardmäßig erstellt ContentBlocks alle Sprach, also alle Datenbankspalten, für die mehrsprachig verantwortlich ist und für diesen Workspace. Aber man wird doch hier irgendwo finden, Image. Hier ist Text zum Beispiel, was wir als Label haben, und Image ist hier. Oh, jetzt habe ich das eine weggehakt. Das wollte ich nicht, also muss ich jetzt die zweimal drauf drücken. Und damit sind die Datenbanktabellen erstellt. Durch den Cache-Löschen müssten wir es auch schon platzieren können. Ich werde jetzt hier einfach mal eine neue Unterseite erstellen. Gallery oder so. Auch sichtbar. Dort erstelle ich jetzt das neue Inhaltselement. Collection Example, genau, habe es gerade suchen müssen, wusste nicht mehr, wie ich es genannt habe. Also hier ist es, das ist die Kollektion. Hier können wir also neue Einträge anlegen, so viel wir wollen, beziehungsweise nicht so viel wir wollen, so viel wie wir angegeben haben, Max Items 10. Und hier sind die Bezeichner, die kann man natürlich auch alle ändern. Soll jetzt aber auch für dieses Tutorial egal sein. Ich gebe jetzt hier irgendwas ein, weiß nicht, Bild 1 oder so. Dann wählen wir ein Bild aus. Das zum Beispiel, damit wir sehen, dass es inline, also dass wir noch mehr hinzufügen können. Mach schon ein zweites. Und das können wir dann noch im Backend betrachten. Das ist dann die Standardausgabe, die gibt nur den Header aus. Aber den haben wir nicht, deswegen sehen wir jetzt hier gerade nichts. Wir können aber auch das Backend-Layout dann hier ganz leicht ändern und hier eben auch auf die Bilder zugreifen, beziehungsweise auf die Collection. Und wenn wir es im Frontend anschauen, sehen wir auch die Standardausgabe, die auch erstmal nichts ist, weil die, ja, es wird noch kein alternative Backend- und Frontend-Template erstellt auf Basis der eingegebenen Felder, sondern es gibt wahrscheinlich eine feste Schablone, die wird immer ausgespielt, egal ob sinnvoll oder nicht. Und wir müssten jetzt quasi die Collection auslesen. Wir kommen auf die Collection drauf. Wenn man keine Ahnung hat, dann ist immer eine gute Idee, hier zu debuggen. Das heißt, wir geben uns mal alles aus, was wir alles bekommen. Müssen Cache löschen. Sehr groß. Und diese kleine Cache löschen. Dann sehen wir die Debug-Ausgabe. Und da sehen wir müssen wir bei Process reinschauen und dann sehen wir haben was, das heißt Collection, das ist schon Array und besteht aus weiteren ContentBlock-Data und jedes ContentBlock-Data ist ein dieser Einträge, die wir eben als Inline haben, bestehend eben aus Text und Bild. Und das Bild ist wieder ein Array, weil es potenziell laut Datenmodell auch mehrere geben kann. In unserem Beispiel ist es aber immer nur ein Bild. Das heißt, um das auszugeben, könnten wir jetzt einfach darauf zugreifen, data.collection, dann loopen wir das durch, können wir mal machen zum Spaß. For each blablabla, data collection as also Image wäre, also Image ist nicht falsch, aber es ist ja jetzt noch kein Bild, sondern es ist da noch ein Text und so weiter. Ich weiß auch nicht, Entry oder Slide oder was auch immer. Das hat dann Text und Bild. Text ignoriere ich jetzt einfach mal und gebe nur das Bild aus. Und könnte zum Beispiel so sein: Entry Image 0. Und dann werden hier halt Bilder einfach und dann einfach ausgegeben. Insofern der Cache das möchte. Und dann kriegen wir unsere zwei Bilder. So, soweit so gut. Jetzt haben wir eine Collection erstellt, die einfach Bilder ausgibt. Die Anforderung ist jetzt aber, dass man den Gallery-Prozessor benutzen möchte, so dass man deren Funktion benutzt. Und das ist die Frage, wie man das machen kann. Das Problem ist bei dieser Sache ist, dass wir halt ein Inline-Element haben. Und man in der Regel halt möchte, dass der Gallery-Prozessor vielleicht nur auf dieses Element, also auf dieses Bild hier angewendet wird und nicht
auf andere Bilder oder auf andere Felder. Problem ist halt, man kann keinen Data-Prozessor anknüpfen an ein Innenelement sozusagen. Wir bekommen auch das nicht als eigenen C-Type. Das ist CB Collection Collection. Also man findet zumindest nicht im TypeScript. Wir können nach Collection suchen. Werden es aber nicht finden. Wir finden was anderes, was aber nicht unsere Collection ist. Wir sehen die CB Collection, das ist aber unser Content Block und nicht das Innenelement. Das heißt, damit kommen wir nicht wirklich weiter. Wir könnten natürlich einen Gallery-Prozessor auf den hier anwenden. Das wird uns vermutlich aber auch nicht weiterhelfen, weil das Bild ist ja ein Teil dieses Inhaltselementes und nicht direkt dem Inhaltselement zugeordnet. Also wenn jetzt hier ein normales Bildelement wäre, dann würde es problemlos gehen mit dem Gallery-Prozessor. Aber dadurch, dass wir dieses Bild quasi eingepackt haben in ein Innenelement, geht das nicht. Die einzige Lösung, die mir einfällt, da es auch keine Schnittstelle dafür gibt, zumindest keine gefunden habe, in Content Blocks, wäre einen eigenen Dataprozessor schreiben, der extra angewendet wird auf Innenelement, also den man halt dem Content Block zuordnet und dann versucht, den Gallery Prozessor auszuführen für Innenelemente. Und das würde ich jetzt mal einfach mal probieren, ohne zu wissen, ob es wirklich funktioniert. Also, wir würden jetzt einen neuen Dataprozessor schreiben, also einen Custom Dataprozessor. Wie das geht, soll angeblich hier gezeigt werden, wo hier dann mittlerweile auch nur noch auf diese Examples verwiesen wird. Da müsste man sich hier den Code dazu anschauen, nicht Dokumentation, sondern Code. Classes, Data Processing, Custom Category Processor. Was mich eigentlich interessiert, ist Data Process Interface, welcher Namespace das ist und ja und so weiter. Da müssen wir also brauchen wir einen neuen Data Processor, kommt hier rein. Wir haben schon einen Data Processor erstellt, das ist sehr gut. Da muss ich nicht mal erratisch herausfinden, welcher Namespace dieser Data Processor Interface hat. Man könnte jetzt einen neuen erstellen. Sich irgendeinen Namen ausdenken. Content Block Inline Gallery Prozessor oder so. Da müssen wir durch den Klassennamen anpassen. Und er macht dann irgendwas. Und genau, was macht er? Wir lassen uns erstmal debugmäßig ausgeben, was wir hier bekommen. Wir müssten den Dataprozessor nach dem Dataprozessor von ContentBlocks einbinden im TypoScript. Und idealerweise nur für unser ein Inhaltselement. Wir können es auch an allen machen, dann irgendeine Abfrage schreiben. Für den Moment lasse ich das jetzt einmal so und tue das nur an unseren eigenen erstellen. Ich weiß gar nicht, ob so der C-Type heißt, CB Collection zusammen. Und hier kommt der hier rein und da ist der hier. Content Block Data Inline Gallery Processor, genau. Der Gallery Processor an sich, der braucht den File Processor, damit er funktioniert. Das heißt, den muss ich mir irgendwie davor auch noch ausführen. Aber ich will jetzt mal rausfinden, was wir überhaupt bekommen, wenn der Content Block Gallery Processor fertig ist. Hier steht erstmal nix. Dann schauen wir mal, was wir im TypoScript haben. Möchte ich gucken. TT Content, Slave CB Collection. Genau, ich habe da auch hier falsch, das muss natürlich so heißen. Alright. So, dann bekommen wir jetzt die Debug-Ausgabe und eben, was wir alles bekommen, was natürlich identisch ist, was wir gerade gesehen haben als
gerade gesehen haben, als wir das Flute Debug reingehauen haben. Also wir müssen uns rankoppeln an die Collection, die müssen wir durchlaufen und dann die Information über das Bild irgendwie an den File-Prozessor koppeln und an den Gallery-Prozessor. Das ist die Aufgabe. Also legen wir los. Genau, wir müssen unseren Prozessor eingehen und da muss jetzt irgendwie auf die Kollektion zugreifen. Wir haben ja schon gesehen, wenn wir Process Data machen, dass wir das hier unterhalb von Process haben bei Collections. Wir wissen, wie wir auf Flute-mäßig darauf zugreifen. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir hier auf PHP-Ebene quasi darauf zugreifen. Natürlich ist es sinnvoll, hier Prüfungen zu machen. Gibt es die Collection überhaupt als Einträge und so weiter? Spare ich mir jetzt einfach und loop jetzt einfach durch. Die Information steht auf jeden Fall irgendwo unterhalb von Data. Und dann muss man schauen, Data ist jetzt ein Objekt von Content Block Data. Da muss man nachschauen, okay, wie kann ich auf die einzelnen Elemente zugreifen? Und dann kann man feststellen, man kann einfach das wie ein Standard Class behandeln, weil es auch intern Standard Class ist. Und hier auf die Collection zugreifen und hier durchloopen über die einzelnen Einträge. Wenn wir das zum Beispiel machen und uns angucken, dann sehen wir, wir bekommen einzelne Content Block Data und das sind die einzelnen inneren Elemente, die wir hier angeben mit Text, Bild 1 zum Beispiel und dem eigentlichen Bild. Und der zweite Eintrag mit Bild 2 und das entsprechende Bild. Und das Bild, diese File Reference, müssen wir durch den Gallery Prozessor jagen. Dazu brauchen wir den Gallery Prozessor erstmal. Den habe ich mir hier schon geholt. Hier ist der normale Gallery Prozessor von Turbo 3. Mach hier Constructor Injection, damit die Constructor Injection funktioniert. Muss man bei Configuration Service YAML diesen Data-Prozessor auf Public True setzen. Danach muss man den Injection Cache löschen und dann wird dieser Gallery-Prozessor automatisch injected und man kann ihn dann benutzen. Und da muss man eigentlich nichts weiteres tun, als dieses Bild da durchjagen. Das machen wir wie folgt. Der Gallery-Prozessor rufen wir so auf oder wird so aufgerufen mit Process. Da bekommt er ein paar Eingangsparameter, die wir hier auch haben und auch so übergeben können. Genau. Nee, Prozessor Configuration und danach kommt Process Data. Problem ist, die Process Data muss jetzt die Informationen von dem Bild enthalten. Das heißt, es sind jetzt nicht die Process Data, die wir hier reinbekommen, weil das ist ja unser Content Block, sondern das, was wir da haben, muss Process Data sein mit dem Bild. Jetzt können wir das bisschen tricksen. Man muss halt schauen, wie der Gallery-Prozessor funktioniert und geht davon aus, dass der Files-Prozessor ausgeführt worden ist und dass unter Files die Sys-File-Reference-Einträge sind. Und die Sys-File-Reference-Einträge haben wir ja, haben wir ja gesehen im Frontend, sind direkt bei Image. Das heißt, wir können jetzt einfach den Process-Data nehmen oder daraus ein neues Array erzeugen, wie du magst, ein Index erstellen. Ups, sollte eine neue Zeile sein, einen neuen Index erstellen, der heißt Files. Und da weisen wir den Wert zu von unserem Bild. Also das ist für Reference-Objekt. Und das können wir darauf zugreifen, weil es ein Standard-Objekt ist. Weil das ist abermals wieder ein Content-Block-Data-Objekt. Und damit schmeißen wir dieses für Reference da rein. Und das ist Image ist ja auch ein Array von SysFileReference, also alles korrekt. Danach prozessiert der Gallery Prozessor ganz normal durch. Wenn es doch Settings gibt, dann müsste man die hier bei dem Processor Configuration mit einfügen und hier irgendwie auslesen. Kann man da dann halt ein TurboScript auch auslagern, indem man zum Beispiel, wo ist TurboScript hier? Hier können wir ja einfach neue Settings zuweisen. Das kann man auch irgendwie abspeichern in Gallery Settings etc. Und dann können wir das hier auslesen und hier sinngemäß übergeben. Spare ich mir jetzt hier an dieser Stelle auch. Was wir dann bekommen, ist dann
als Return, weil jeder Dataprozessor returnt ja eine neue Prozessdata mit den Informationen der Galerie. Deswegen cache ich mir das jetzt unter einer neuen Variable, um nicht diese zu überschreiben. Und die müssen wir jetzt einfach nur zurückspielen zum Content Data Block und so, dass wir da eben auf Flut-Ebene darauf zugreifen. Eine Möglichkeit ist, daraus eine Referenz zu machen. Dann können wir das mit einem Wert belegen. Und dann wird das quasi zurückgeschrieben. Und dadurch, dass es eine Referenz ist, wird die Speicherstelle geändert, die hier in diesem Collection ist, was Teil von Process Data ist, was dann irgendwann zurückgegeben wird und in Flut landet. Und die Daten von der Gallery ist unterhalb von Gallery Processor Gallery zu finden. Sobald wir das gemacht haben, wird der Gallery Processor ganz mal ausgeführt mit den Settings, die wir hingeben. Und dann können wir in Flut ganz ein, also ja, ganz einfach, habe ich hier schon vorbereitet, den Partial aufrufen von FluidStyle Content. Wichtig ist natürlich, wenn wir den Partial aufrufen, dass wir im TypeScript gesagt haben, dem Content Block, dass er in den Partial Root Path gucken soll von FluidStyle Content, was ich mit diesem Befehl getan habe. Das war aber schon Teil der vorherigen Content Block Tutorials, die hier auf diesem YouTube-Kanal gelaufen sind. Das heißt, jetzt geht es schon, wenn wir neu laden, dass jetzt wir Bilder sehen, aber die sind durch den Gallery-Prozessor gelaufen. Sehen wir schon, es hat jetzt hier Gallery, Bild rein, Reihe spiegelt auf Spalten, Bild ist ein Figure und hier sind auch die Default-Größen, die eben bei dem Gallery-Prozessor eingestellt worden sind, drinne. Und alles andere sind Einstellungssache, die man dem Gallery-Prozessor mitgeben kann. Die Einstellungen können wir auch könnten wir theoretisch auch hier in diesem Inhaltselement mit einfügen. Möglich ist da vieles. Ich sollte dir noch zeigen, wie man den Gallery-Prozessor nutzen kann, auch für Inhaltselemente, und das geht so. Ich hoffe, ja, die Folge hat dir gefallen und bringt dich ein bisschen weiter. Wenn du magst, was ich mache, dann lass mir noch ein Like da und abonniere meinen Kanal. Im Übrigen wird es in meinem Tetra Campus, also Type 3 Schulung auf meinem Tetra Campus unter schulung.tetracampus.de auch zu Counterblocks einen Minikurs geben, so wie es auch Minikurs zu Container zum Beispiel gibt. Da habe ich gerade dran, dass es so Minikurse gibt zu einzelnen Fokusthemen, sage ich mal. Und Counterblocks ist eins davon, wo du dann von Pike auf lernst, wie man mit Counterblocks erstellt. Und wenn du da Lust drauf hast, würde ich mich freuen, dich als Mitglied begrüßen zu dürfen. Sonst machst du es für dieses Video. Viel Spaß mit Typo 3.